Hallo Leute, dieses Video wollte ich schon länger mal machen, um euch mal zu informieren, wie es so momentan hier um Verachic TV steht und sowas. Und zwar, manche haben es ja schon gelesen gehabt, dass es mir zurzeit überhaupt nicht gut geht, da ich zurzeit einen Bandscheibenvorfall habe und mir das Stehen schwerfällt und das Sitzen zum Beispiel geht auch nicht richtig. Mittlerweile kann ich wieder laufen, das ist schon was Gutes, ich kann wieder ein bisschen rumlaufen und alles. Aber auf den Fußballplatz zu kommen, mich da hinzustellen und ein Video zu drehen, das kriege ich momentan nicht hin. Und zwar, ich habe am 1. April meinen ersten Termin in der orthopädischen, da kriege ich eine Spritze. 3 Wochen später kriege ich die zweite Spritze. Und dann hoffen wir mal, dass das besser wird. Dann muss ich in die Reha gehen und alles, wieder krankenmäßig machen. Ich habe das schon mal gehabt, das ist jetzt mein zweiter Bandscheibenvorfall. Ich weiß, was ich machen muss, ich weiß, wie lange es dauert. Aber das wird erstmal der Grund sein, warum es von mir erstmal vielleicht in den nächsten 3-4 Monaten kein Video mehr gibt. Bilder, wenn ich es mal schaffe, hier in Lichtenau oder Fürstenhagen auf dem Platz zu sein, weil ich ja hier wohne, dann werde ich vielleicht ab und zu mal ein paar Bilder machen. Aber Videos wahrscheinlich erst zur neuen Saison. Ich finde es sehr schade. Ich habe mich sehr stark auf die Halle gefreut. Es gehört einfach zu mir, es macht mir mega Spaß, das Projekt Verachic TV, es läuft nicht, wie ich es möchte. Ich bin schon sehr enttäuscht darüber überhaupt gewesen, aber ich will es nicht aufgeben. Es macht mir einfach riesen Spaß, daran zu arbeiten. Ich hoffe, ihr versteht das. Also, wie gesagt, zur neuen Saison versuche ich, wieder Videos zu machen, weil ich brauche das unbedingt. Es macht mir mega Spaß, die Videos zu schneiden und alles. Und ich versuche dann auch ab der neuen Saison auch mal hier wirklich auch andere Vereine zu besuchen und auch mal hier mal was anderes zu zeigen. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ciao!